Du musst ein Stückchen mehr ins Bild kommen, die Leute sehen dich doch gar nicht. Da ist er. Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal wieder 5 Bücher von meinem Sub für euch und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Das erste Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist schon eine ziemliche Subleiche bei mir. Eines der ältesten Bücher, die ich mit auf dem Sub habe. Ich habe es letztes Jahr, glaube ich, zum Geburtstag mitbekommen. Ja, es war letztes, nicht vorletztes Jahr. Und zwar ist das dieses hier, Misty Falls von Joss Stirling. Das habe ich, wie gesagt, geschenkt bekommen. Ja, blöderweise ist das der 4. Band einer Tetralogie. Ich habe nicht Band 1, ich habe nicht Band 2 und ich habe auch den 3. Band nicht. Ich wollte mir den ersten schon irgendwie schon längst mal mit kaufen und lesen. Ich glaube, man kann das hier auch unabhängig voneinander lesen, aber es ist halt eine Reihe und gehört halt zusammen und ja, deswegen habe ich es noch nicht gelesen. Der erste heißt Finding Sky, den werde ich mir jetzt mal irgendwie noch mit besorgen und dann die Reihe endlich mal anfangen und ja, ist halt blöd, wenn der Freund auf den Wunschzettel guckt und den Leuten das falsche Buch weitergibt und mein Hund steht hier. Das zweite Buch, was ich euch zeigen möchte, ist dieses hier, Für immer in deinem Herzen von Viola Shipman. Ich habe dieses Buch auf der Messe bekommen im März in Leipzig und ich wollte es auch schon längst mit gelesen haben, aber irgendwie hat es mich noch nicht angesprochen und ich weiß, dass es ein sehr, sehr schönes Buch sein soll, aber ich habe noch nicht dazu gegriffen, muss ich echt mal machen und ja, mal gucken, wann ich es lesen werde. In diesem Buch geht es um eine Familiengeschichte und zwar geht es um Lolly und ihre Familie hat sie sehr, sehr lange nicht besucht und ihr läuft irgendwie die Zeit davon. Also schreibt sie ihren Lieben einen Brief und bittet sie doch besuchen zu kommen und ihre Tochter und ihre Enkelin haben aber eigentlich gerade selber irgendwie die Kacke am Dampfen und ziemliche Probleme, fahren dann aber trotzdem zu ihrer Großmutter und hier steht dann nur noch drin, sie lernen, was im Leben wirklich zählt. Also dieses Buch scheint mir eine wirklich sehr, sehr schöne Familiengeschichte zu sein und ja, ich muss das echt irgendwie mal irgendwann mitlesen. Dann habe ich noch ein Buch, wo ich auch den 3. Teil zuerst gekauft habe, irgendwo mal für 2 Euro als Mängelexemplar und dann habe ich mir den 1. und den 2. bei Medimops noch ganz günstig bestellt. Und zwar ist das diese Reihe hier, die Ocean Rose Reihe von Trisha Rayburn. Das ist der 1. Teil Erwartung, der 2. heißt Verwandlung und der 3. Erfüllung. In diesem Buch geht es auf jeden Fall um Sirenen und um Vanessa und Vanessa hat irgendwas damit zu tun, was steht hinten leider nicht drauf. Und dann gibt es dort noch einen Typen, einen attraktiven Typen namens Simon und er hilft Vanessa auf die Spur zu kommen und die Wahrheit aufzudecken und ja. Hat sich nach einer schönen Fantasy-Geschichte angehört, deswegen habe ich es mir damals auch gekauft und ja, habe ich alle 3 Teile da, müsste ich echt einfach mal lesen. Das vorletzte Buch, was ich heute für euch habe, ist dieses hier, Himmelstiefe von Daphne Unruh in der alten Self-Publishing-Auflage und ich muss immer noch sagen, dass ich die schöner finde als die neue vom Verlag. Und ich habe dieses Buch auch im März auf der Messe bekommen und zwar direkt von der Autorin und direkt auch signiert von der Autorin und das ist das einzige Buch, was bei meinem Umzug gelitten hat. Also es ist etwas, wie ihr seht hier, verbogen. Das hat leider meinen Umzug im April nicht überlebt, das ist aber das einzige gewesen. Also von daher, den Schaden an einem Buch kann ich verkraften. Es tut mir zwar immer noch sehr weh, aber armes kleines Buch, aber naja gut, was soll's. Auf jeden Fall ist es der 1. Teil dieser Himmelstiefe-Reihe. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Reihenbezeichnung dafür ist. Und ja, wie gesagt, das Cover finde ich schöner als das vom Verlag. Und es gibt, glaube ich, noch 3 weitere Bücher. Also ich glaube, das ist eine Tetralogie. Und wenn mir das Buch gefällt, kaufe ich mir die anderen dann halt in der anderen Auflage. Mein Gott, dann ist das halt so. Aber wie gesagt, ich mag sie wirklich sehr, sehr gern, diese Ausgabe und die vom Verlag kann ich euch ja hier nochmal mit einblenden, wie die aussieht. Die hat auch so einen schwarzen Scherenschnitt einfach, ist auch sehr schlicht gehalten, aber hier mag ich mehr. Und ja, irgendwann werde ich dieses Buch auch einfach mal mitlesen. Ganz kurz noch zum Inhalt. In diesem Buch geht es um Kira und irgendwas stimmt mit ihr nicht. Sie hat jetzt den 1. Tag vom letzten Schuljahr und sie sehnt das Ende der Schule schon sehr, sehr doll herbei. Es ist dann aber alles etwas sehr, sehr merkwürdig, denn sie trifft auf einmal einen Typen und findet ihn auf Anhieb ganz, ganz toll. Dann fangen irgendwelche Schattenwesen an, sie zu verfolgen und sie wird aggressiv aus unerfindlichen Gründen. Und ja,
tut dann in das Abwassersystem von Berlin fliehen, steht hinten noch drauf, und landet dann dort in einer magischen Welt. Das ist so das Grobe, was jetzt hier hinten drauf steht. Da steht noch sehr viel mehr. Also es ist ein sehr, sehr langer Rückband. Das lese ich euch jetzt aber nicht alles vor. Es ist eine Jugend-Fantasy-Geschichte und ich bin mal gespannt, wie die denn ist, wenn ich es dann irgendwann mal schaffe zu lesen. Damit wären wir dann auch schon beim letzten Buch für dieses Video, und zwar ist das dieses hier, Crossfire Versuchung. Das ist der erste Teil der Crossfire-Reihe. Ich habe Band 1 und 2 mir bei Minimops mal mitbestellt. Meine Arbeitskollegin meinte, ja, die musst du lesen, die sind ganz, ganz toll, und du hast auch Shades of Grey gelesen, und wenn du das ganz gut fandest, dann lies Crossfire, es ist so viel besser. Also habe ich mir jetzt Band 1 und 2 von Crossfire bestellt, auf Anraten meiner Kollegin. Mal gucken, wie das so ist und ob mir das Ganze gefällt. Ich bin auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt. Auch hier ganz kurz noch zum Inhalt. In diesem Buch geht es um Eva oder Eva, je nachdem, ob man es jetzt deutsch oder eigentlich aussprechen möchte. Und sie hat den ersten Tag an ihrem neuen Job und lernt dann an diesem Tag Gideon Cross kennen, den Inhaber der Firma. Er ist reich, attraktiv und strahlt ein dominantes Selbstvertrauen aus. Natürlich entwickelt sich dann zwischen den beiden eine Leidenschaft. Und sie sollte die Finger von ihm lassen, aber kann es nicht. Und ja, beide merken sehr, sehr schnell, dass die Gefühle hier doch irgendwie mit eine ziemlich starke Rolle spielen, wovor beide Angst haben. Und das ist so das Grobe, was auf dem Rückband steht. Also es ist eine Erotikgeschichte. Naja, mal schauen, wie das Ganze ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Auch diese Bücher werde ich irgendwann in meinem Leben nochmal mitlesen. Das waren wieder 5 Bücher von meinem Sub. So langsam neigt sich das auch alles dem Ende zu. Weil ich glaube, so Fortsetzungen, zweite, dritte Teile, die ich hier rumstehen habe, brauche ich euch nicht zeigen. Also so viele Bücher sind es gar nicht mehr, die ihr noch nicht kennt von meinem Sohn. Ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.